Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Emma Lenzen und ich heiße Sie im Namen der Macondo Foundation auch ganz herzlich bei diesem ersten Global Goats Forum willkommen. Vor genau 75 Jahren fand in Bretton Woods, einem Skiort im Nordosten der USA, eine Konferenz statt, mit der vielleicht für viele die Ära des Multilateralismus begann. Die USA, Großbritannien und eine kleine Gruppe sogenannter führender Staaten etablierten damals ein Wirtschaftssystem, das auf Verträgen, Regeln und starken Institutionen basierte. Es entstand der IWF und die Weltbank. Später wurde auch der GATT-Prozess angestoßen, aus dem am Ende die Welthandelsorganisation WTO wurde. Das Erbe von Bretton Woods ist der Siegeszug des Multilateralismus. Multilateralismus heißt, das Powerplay der großen Mächte wird ersetzt durch Regeln, denen sich alle unterwerfen. Jeder gibt und jeder bekommt etwas. Die Idee ist, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine. Und es ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Grundgedanke, der auch hinter vielen UN-Entwicklungs- und Klimavereinbarungen steht. Gemeinsam schaffen wir mehr. Nie wieder, das war damals das Credo von Bretton Woods, sollte sich das Chaos der 30er Jahre wiederholen. Damals hatten die Nationen sich hinter hohen Zollhürden versteckt, sie hatten ihre Wechselkurse manipuliert, um kurzfristige Exportvorteile zu erzielen. Die wirtschaftlichen, vor allem aber auch die politischen Folgen kennen wir alle. Ich finde, manches von damals wiederholt sich heute auf eine gewisse Art. Ob jetzt Handelskriege mit Zöllen, Einfuhrbeschränkungen, Subventionen auf Überkapazitäten, immer mehr Regierungen rund um den Globus stellen ihre nationalen Interessen über andere und untergraben damit den Gedanken des Multilateralismus. Die Ursachen sind dafür vielfältig und wir werden sicher an der einen oder anderen Stelle Gelegenheit finden, darüber zu diskutieren. Ich glaube, es liegt aber längst nicht an den Trumps, Farages und Bolsonaros alleine, um das zu erklären. Diese Leute sind für mich eher Symptome, nicht Ursache dieser Entwicklung, was es nicht besser macht. Ökonomisch betrachtet sehen wir meiner Meinung nach, dass Globalisierung so als klassische Phase des Tauschgeschäftes etwas zu Ende geht. Früher haben Schwellenländer, vor allem China, als verlängerte Werkbank produziert und wir haben ihnen unsere Hightech-Autos, Maschinen verkauft. Hightech können diese Länder heute längst selbst, oftmals sogar viel besser als wir. Also der Kerngedanke ist, dass Business as usual geht nicht mehr. Wir müssen neue Regeln finden. Ökologisch spüren wir immer stärker und unmittelbarer die Folgen planetarer Übernutzung. Ob jetzt Klimawandel, Artensterben, Plastikberge, belastete Böden und Grundwasser, ich könnte diese Liste jetzt ziemlich lange fortsetzen. Ein Weiter-so ist hier längst nicht mehr nur ein moralisches Dilemma, sondern es ist auch ein handfestes gesundheitliches Problem. Auch hier gilt, Business as usual geht nicht mehr. Neue Regeln müssen gefunden werden. Vielen Dank.